Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier in der Bootbox in Köln. Und ich zeige euch heute in vier einfachen Schritten, wie ihr ganz einfach einen Muscle-Up lernt. Let's go! Ganz wichtig, wärmt euch vorher auf. Ich bin jetzt schon ein bisschen vorher aufgewärmt, aber bevor ihr loslegt, wärmt euch auf. Schritt Nummer 1. Ihr geht einfach erstmal an die Bar und denkt euch vorne einen Punkt, in den müsst ihr sozusagen immer reintippen. Das heißt, ihr gebt zuerst diesen Kipp nach vorne. Es geht. Tipp. Und wieder stehen. Ihr müsst wirklich denken, ihr tippt hier unten einfach auf den Boden. Das heißt, tipp. Desto heftiger und kräftiger ihr vorne reintippt, desto einfacher ist es später hinten rauszukommen. Schritt Nummer 2. L-Zit nach hinten. Hier ist jetzt besonders wichtig, dass ihr kräftig Schwung nach vorne genommen habt, damit ihr leichter nach hinten rauskommt. Ich zeige es euch einmal, ihr geht. Tipp. Und ihr habt schon gesehen, ich war jetzt schon fast oben und hätte nur noch ranziehen müssen. Aber das ist der nächste Schritt. Nochmal mal langsam. Geht ran. Rein, pack, L-Zit. Zieht die Beine schön nach oben an, Schwung nach hinten raus. Schritt Nummer 3 ist nun einfach ranziehen, dass ihr sozusagen in so einer Front-Dip-Position seid. Dann müsst ihr eigentlich nur noch den Front-Dip machen und seid schon oben. Wenn ihr einen Front-Dip einzeln trainieren wollt, zeige ich euch gleich noch eine gute Methode, das zu machen. Aber erstmal den nächsten Schritt, um ranzukommen. Ihr geht. Tap, ran und tap, ran. So, und dann habt ihr die Stange hier. Von dort aus müsst ihr einfach nur noch hochpushen und das war's dann. Von hier könnt ihr jetzt die Front Dips trainieren. Das heißt, ihr seid jetzt schon oben an der Stange, kommt so an, dippt hoch. Das könnt ihr einzeln auch an einer Bar trainieren, die ein bisschen niedriger ist. Tack. So, jetzt zeigen wir euch nochmal den Muscle-Up komplett, sodass ihr meinen ganzen Körper sehen könnt. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Leute, hier könnt ihr noch so ein paar Vorschritte trainieren. Zum Beispiel, ihr trainiert hier die Front Dips. Oder auch eine sehr wichtige Bewegung ist der Muscle-Up nach unten, das heißt die Negativbewegung. Könnt ihr auch, tack, tack, sehr schön langsam an solch einer Stange trainieren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, ein paar einzelne Schritte, ein paar Tricks und Tipps und Tricks zu lernen, damit ihr schneller einen Muscle-Up schafft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen nach oben, Kommentar nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.